In diesem Video bekommst du drei Sätze, wie du das nächste Gespräch mit einer Frau sexualisieren kannst. Die ersten beiden bringen das Gespräch auf eine knisternde neue Ebene, aber mit dem dritten kannst du echtes sexuelles Interesse wecken, also bleib unbedingt dran. Du kennst das vielleicht, du bist im Gespräch mit einer Frau, die du magst, aber in dir blockiert einfach alles. Du weißt nicht, was du effektiv sagen sollst. Dein Kopf ist quasi einfach leer. Und alle Ideen, auf die du kommst, da sagt dir eine Stimme in dir, das kannst du doch nicht sagen. Dennoch kannst du manche Sachen sagen, die auch noch funktionieren. Mit den Tipps, die du jetzt bekommst, hat es Michael geschafft, seine Freundin zu erobern. Und er hier hat seine Arbeitskollegin verführt, obwohl er nicht mal wusste, dass sie auf ihn steht. Mein Name ist Andy Friday und ich helfe Männern mit Herz dabei, selbstbewusst mit Frauen zu werden, Erfahrungen zu sammeln und entlang der Reise die große Liebe zu finden. Kommen wir zum ersten Tipp. Der erste Satz besteht aus drei Wörtern. Und du kannst ihn effektiv einsetzen, wenn eine Unterhaltung mit der Frau stocken bleibt und irgendwie langweilig wird. Was du tun solltest, ist ihr spielerisch, also nicht ernsthaft, sondern ganz leichtherzig vorzuwerfen, dass sie nicht die ganze Wahrheit sagt. Beispielsweise, du fragst sie, was machst du später noch? Und sie sagt, ach nichts, vielleicht etwas lesen und mir einen Wein einschenken. Dann kannst du antworten, du lügst doch. Wichtig natürlich hierbei, zeig dein Lächeln, ne? Ein wenig, damit sie sieht, dass du das Ganze nicht so wirklich ernst meinst. Lass sie dann darauf reagieren und wenn du es richtig gemacht hast, dann wird sie anfangen, sich zu rechtfertigen. Was? Nein, 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 nee, Quatsch, ich doch nicht. Worauf du das Ganze dann gegebenenfalls nochmal verdoppeln kannst. Ich weiß doch, bei dir bleibt das nie bei nur einem Glas. Du hast wahrscheinlich schon die ganze Flasche aufgemacht. Und damit hast du ein Flirt in die Unterhaltung injiziert und das Ganze auf eine leichtherzige Art angehoben und, wie wir immer sagen, emotionalen Wert erschaffen. Dass sie übrigens sehr dankbar sein wird, weil die meisten Männer einfach langweilig sind. Und ich kann das sagen, weil ich das Dekaden über gemacht habe. Viel zu langweilige Gespräche mit Frauen gehabt, bis ich es irgendwann gelernt habe. Die zweite Sache, die du sagen kannst, um das Gespräch aufzulockern und ein wenig zu sexualisieren, ist, ich sehe das anders. Widersprich ihr. Die meisten Männer trauen sich das nicht, weil sie unbedingt der Frau gefallen wollen, weil sie möchten, dass die Frau sie mag und sie auswählt. Und Frauen können das spüren. Es ist extrem unattraktiv. Aber wenn du der Mann bist, der ihr widerspricht, dann zeigst du, dass du einer von den Männern bist, der nicht von ihr abhängig ist. Und das ist verdammt attraktiv. Und wenn sie mit großen Augen und einem riesigen Lächeln reagiert, dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Und gleich bekommst du die dritte Möglichkeit, mit der du dich dann auch noch direkt mit ihr für das nächste Date verabreden kannst. Aber bevor ich dir diese dritte Möglichkeit gebe, musst du verstehen, dass keine dieser Sätze funktionieren wird, sofern du nicht Folgendes realisiert hast. Du brauchst nicht den perfekten Plan. Du musst nicht immer wissen, was du sagen sollst. Die Wahrheit ist, du bist gut genug. Alles, was aus dir herauskommen möchte, ist eine authentische Darstellung deines Charismas. Und das runterzudrücken und dir selber zu sagen, das darf ich nicht sagen, wenn ich das mache, dann mache ich bestimmt einen Fehler, dann könnte ich es mir bei ihr verbocken. All das ist der Grund, warum sie noch nicht sich in dich verliebt hat, in deine echte Persönlichkeit. Die Sätze, die du hier in diesem Video oder auch bei uns in den Flirt-Spezialisten bekommst, sind Beispielsätze. Und als solche sollst du sie auch betrachten. Unser Ziel und mein Ziel spezifisch ist es dir, wie in jedem unserer Coachings, das Fahrradfahren der Verführung beizubringen. Und das bedeutet, dass du dann einmal gelernt, immer weißt, wie es funktioniert. Wichtiger ist jedoch etwas, das du in deinen Knochen spüren kannst und dir bei hübschen und intelligenten, süßen, smarten Frauen einfach fehlt. Und ich meine das Selbstvertrauen. Aber hast du wirklich einen Grund für diese Selbstzweifel? Hier, das war ich als junger 20-jähriger Mann, der es einfach nicht mit Frauen hinbekommen hat. Aber dann habe ich mich dieser Reise meines eigenen Selbstvertrauens verpflichtet. Und heute bin ich schon seit 9 Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Und was mit all den Männern, denen ich verholfen habe, eine Freundin zu bekommen? Die meisten Männer, die intelligent sind und zurückhaltend, haben einfach Schwierigkeiten, wenn es um Frauen geht. Weil das der eine Bereich ist, den sie nicht mit Logik erklären können. Einen Plan zu haben, ist in vielen Lebensbereichen gut. Aber nicht in der Liebe, nicht bei Frauen. Denn was du wahrscheinlich nicht durch diese Videos bekommen hast, ist echtes, lang andauerndes Selbstvertrauen. Es bringt nämlich alles nichts, wenn du diese Videos weiter anschaust und dann sagst, ja, könnte man mal probieren. Könnte man mal probieren? Könnte bedeutet, dass du es nicht tun wirst. Und das weißt du. Und wer ist Mann? Damit distanzierst du dich von dem Probieren. Damit sagst du, naja, die anderen könnten es mal probieren. Aber was ist mit mir?
Ich schaue mir das mal von Weitem an. Ich weiß, dass du so denkst. So habe ich auch gedacht. So denken alle Männer, die zu uns kommen am Anfang. Und dann kommen wir zu dem schlimmsten Wort. Probieren. Was steht auf Charles Bukowskis Grabstein? Don't try, hat auch Yoda gesagt. Es gibt kein Probieren. Probieren ist lediglich die Ausrede, dass wir es nicht richtig durchziehen. Es gibt kein Probieren, mein Lieber. Du hast dieses Selbstvertrauen verdient. Es war schon immer in dir. Es war als Kind in dir, als du noch ganz frei und ungezwungen auf andere Kinder im Spielplatz zugegangen bist. Das steckt noch in dir und das darf rauskommen. Es ist dein verdammtes Geburtsrecht. Du willst doch auch eine Partnerin, mit der du alles teilen kannst, für die all die harte Arbeit sich gelohnt hat. Und wenn du denkst, ja, will ich, jetzt gib mir endlich den dritten Satz, damit ich sie auf ein Date bekomme, dann hast du es noch nicht verstanden. Du bekommst jetzt den dritten Satz, aber du brauchst ihn nicht. Du, mein Freund, bist schon längst attraktiv. Du bist schon längst gut genug. Du brauchst nicht irgendwelche Sachen zu sagen, damit sie dich mag. Es sind nicht die Worte, in die sich eine Frau verliebt, sondern in die freie Ausäußerung. Guck mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und das ist auch okay. Genau darum geht's, dass du Fehler machen darfst, weil du damit zeigst, dass du ein echter Mensch bist. Es geht um die freie Äußerung deiner Persönlichkeit. Das finden Menschen sympathisch. Und wenn du darauf scheißt, dass andere dich dafür verurteilen könnten, dann bist du attraktiv. Und genau das kannst du lernen. Genau das, diese Freiheit, diese emotionale Unabhängigkeit, ist eine erlernbare Entscheidung. Ich musste sie auch lernen. Realisiere, dass du schon längst gut genug bist, dass alle Gedanken in deinem Kopf wie, ah, das kann ich doch nicht sagen, das kann ich doch nicht bringen, dafür dann wird sie mich doch nicht mögen, wenn ich das mache. Dass alle diese Gedanken wahrscheinlich genau das Richtige sind, dass wenn du das nicht tust, dass du damit hemmst, was eigentlich aus dir herauskommen möchte und das ist deine attraktive, authentische Persönlichkeit. Genau damit punktest du bei Frauen. Und das ist bei den meisten Männern mit Herz, denen ich helfe, tatsächlich auch dein Intellekt. Den darfst du zeigen. Das ist dein großer, großer Vorteil, dass du tatsächlich auch etwas zu sagen hast, was gar nicht mal so blöd klingt. Also nutze es für dich. Aber nicht nur die Logik, sondern auch mit Spaß. Und hier ist der dritte Satz. Bist du bereit? Hier ist er. Wir sollten mal zusammen ausgehen. Was? So einfach? Ja! Es ist nicht der Satz, der funktioniert, sondern dass du daran glaubst. Du bist ein unabhängiger Mann, der vor ihr steht und an sich glaubt und weiß, dass sie dich mag. Und wenn du weißt, dass sie dich mag und du magst dich selber, dann ist es einfach nur noch ein de facto Statement. Wir zwei sollten mal zusammen ausgehen. Und genau das reicht dann eben auch. Es sind nicht die Worte. Es ist dein Selbstvertrauen, was sie attraktiv findet. Dein Charisma. Dein echtes, authentisches Charisma, das du immer noch versteckt hältst. Also hör auf damit. Es gibt keinen Grund, dass du ihn versteckt hältst. Schön und intelligente Frauen warten auf dich. Und wenn du jetzt nicht etwas unternimmst, dann werden sie von jemandem anderen erobert. Das weißt du. Dein echtes Selbstvertrauen, das will wieder aus dir herauskommen. Und ich kann dir dabei helfen. Den Leitfaden dafür, den habe ich schon Hunderten von Männern gegeben. Und den bekommst du auch in der kostenlosen Charisma-Analyse. Wenn du willst. Wenn nicht, ist das auch okay. Hier bekommst du das Video dazu.